Ein wunderschönes Hallo bei Green Hell. Ich hoffe mit den, also habe ich ja beim letzten Mal schon angedeutet, dass ich hoffe, dass mit den Audioeinstellungen alles in Ordnung ist. Das werde ich spätestens im Schnitt sehen. Aber ich denke schon. Müsst mir schneiden. Ich hätte es nicht ansprechen dürfen. Ach genau, ich habe ja das Fleisch, das esse ich mal. Möchtest du auch nochmal Fleisch? Lass mal meinen Fettometer gucken. Ich bräuchte ganz dringend Kohlenhydrate, sehe ich. Also gelb. Ich habe dir Fleisch hingeschmissen, das muss reichen. Ja, mach mal. Ich habe Tee. Oh, hier ist eine Schildi. Schildi. Das ist doch gut zum Suppe machen. Komm her. Ach stimmt, ja. Ja, Suppe. Was mache ich denn jetzt mal? Genau, ich muss noch ein bisschen was essen, sonst geht's mir nicht gut. Ach, und trinken muss ich auch. Ja, okay, das kriegen wir hin. Hallo. Thirsty. Gibt dir Suppe auf den Herd. Sehr gut. Dann mach das da mal. Moment, ich guck hier mal. Du musst dein Schmutzwasser-Bidot drin ausschütten. Ja. So. Sehr das kann gut. Ich trinken. Ja, wunderbar. So. Okay, keine Reaktion. Ich wollte gerade Fleisch reintun, aber... Ich habe mir mal schnell was zu trinken geklaut. Ja, super. Ja. Kann ich nämlich noch trinken. Ja, möchtest du jetzt das gebraten Fleisch oder nicht so? Ach so, ja, das nehme ich zum Futtern. Gute Idee. Supi. Ja, soll ich noch gucken, ob ich noch eine zweite Schildi finde? Ja, kannst du mal machen. Ja. Der brauchte nämlich hauptsächlich was zu trinken. Proteine brauchen wir auch, aber... Ja, kriegen wir hin. Genau, also wir müssen jetzt erstmal leider wieder die Grundversorgung herstellen, weil wir sonst mitten in der Story, falls wir hier irgendeine triggern, umkippen oder während dem Audiolog hören. Das brauchen wir jetzt ja nicht. Was blubbert hier? Keine Fische. Schade. So. Kohlenhydrate hast du gesagt, ne? Das Gelbe. Ja, aber jetzt geht's bei mir wieder. Nee, doch. Was brauche ich weiter, ja. Weil die Suppe hat ein bisschen was gegeben. Mhm. Ich gehe mal schnell wieder in die Duschkabine. Ach, bist du schon wieder dreckig? Ja, vom Schild die auseinandernehmen. Ach so, ja, okay. Das ist okay. Ja. Das verstehe ich dann sogar. Ja, ich habe ein paar Pilze. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei denen war. Ich glaube, da brachte das Kochen nicht so viel mehr. Aber können wir ja trotzdem machen. Glaube trinken wir auch gleichzeitig was. Mach mal, nee, Kokosnuss ist hier keine. Wenn nicht, kann man so eine Konserve hier futtern. Ja, mach ruhig. Glaube ich. Damit man das mal macht. Ja, eben echt. Haben wir sonst nie. Gut, Schildkröte habe ich keine gefunden, dafür Nüsschen. Auch gut. Nee, hier ist auch nichts. Ey, Müllsäcke. Ja. Ich guck mal dir. Ja, so eine schöne Müllsuppe. Ja, auf jeden Fall. Na, da. Nehmen noch mal alles mit hier, was wir tragen können. Dann haben wir es. Oh, da ist auch schon ein Weg. Das können wir uns merken. Ich kann ja schon mal gucken, warum es hier nicht weitergeht. Ja. Aha. Okay. Aha. Eine massive Felswand. Das ist echt spannend. Ein Hindernis, ja. Ja, super merkwürdig gemacht, aber naja. Ich will mich ja nicht beschweren. Aber die Felswand sieht scheiße aus. Hier gibt's auch keine Kokosnüsse. Ja, sowas. Ich mach schon wieder das Zuschauerle ein bisschen schwindelig, dadurch, dass ich hier die ganze Zeit durch die Gegend gucke. Oh, das ist ein Schildi. Hierher, put. Dafür rasselt's bei mir. Ah, da, eine Spinne. Ja gut, die brauchen wir jetzt ja nicht, dann lasse ich sie da. Nehme ich den mit, so. Ja, nimm die Schildi mit, können wir gebrauchen. Ja, dachte ich mir.
Die Arme. Sagen wir mal, Larven können wir ja auch mitnehmen. So, Stock können wir auch mitnehmen. Da haben wir nochmal eine Nuss. Fett haben wir jetzt ein bisschen was, das ist gut. Hä? Ah ne. Hä? Ah ne. Moment. Hä, war hier nicht noch eine Nuss? Ist die despawned? Da ist sie. Komm her. Oh, Müllsäcke. Toll, ne? Blaue Müllsäcke sogar. Mm, die sind am besten. Ja. Gut, dann habe ich jetzt ein bisschen was, was wir in eine Suppe packen können, aber sonst nicht viel. Vor allem schön, dass ich das Feuer neben die Feuerstelle gesetzt habe. Aber da war kein Dach. Oh. Oh, das sieht gut aus. Aber die ganze Tasche voll Gelumps. Aber ich werf das hier hin, dann kann man sich auch Suppe machen. Na komm. Oder ist das jetzt so klug, dass ich das hier alles hinwerfe? Ich werf das jetzt einfach mal alles hin. So, was soll's. So, so, so. Na komm. Also Fisselarbeit. Ah, warte. Nö, da kannst du dich bedienen. Jo. Du kannst auch nochmal ein bisschen Schildkrötensuppe trinken, wenn du möchtest. So eine brauchst du nicht, dann trinke ich zweimal. Würde ich nehmen, ja. Doch. Die da. Ja. Jo. Oh, die ist gut. Die ja. ist schön. Ach, da habe ich... Ich hole mal schnell Schmutzwasser. Das andere habe ich ja angesetzt da, die Suppe. Ja, ja, ich sehe es schon. Aber ich weiß nicht, was ich reinmachen soll. Na, das liegt ja alles daneben, was du da reinmachen kannst. Nuss, Pilz, Pilz oder Nuss. Nuss geht nicht. Oh, ja, dann Pilz. Dann mach mal eine Pilzsuppe. Hm. Wenn Fett nicht da ist, dann nimmst du für die Nuss, für das Fett. Mhm. Hier ist nochmal ein toter Vogel, da kann man Vogelsuppe machen. Oh ja. Warte. Da. Flattersuppe. Klasse. Was haben wir denn noch hier? Warte mal, kann ich nochmal die Stöcker loswerden? Ja, ich habe noch eine Paranuss, die könnte ich hier mal reinmachen. Oh, wenn das geht. Jo, schauen wir mal. Brauche ich erstmal Wasser im Töpfchen hier. Ja. Kommt, bitte. Willst du Pilzsuppe trinken oder trinke ich? Kann ich machen. Mir ist es wurscht. Warte, das können wir aber zweimal. Nee, Quatsch, nur einmal. Hm. Hm. Sowas. So. So, warte mal. Die Paranuss kann ich nicht reinmachen, nein. Och, schade. Nee, warte, ich muss auch erst aufs Sammeln gehen. Oh, die war anscheinend sehr ergiebig. Nussschale. Du hast eine Nussschale? Ja. Kann ich einen Angel bauen? Das geht mit Paranüssen? Okay. Ja, warte, warte. Haben wir das jetzt auch Nussschale? Was? Ja. Hier, Achtung. Wo ist sie denn? Vor dir. Was ist das denn? Oh, das war der Pilz. Okay. Oh Mann, ey. Ja, dann kümmerst du dich mal um die Suppen. Ich muss mich hinlegen, sagt er, aus irgendeinem Grund. Dann kann ich ja zumindest mal probieren. Ich habe jetzt keine Fische gesehen, aber man kann ja mal eine Angel bauen. Hat man das auch mal gemacht? Jo. Paranüsse, aber das haben wir doch auch irgendwie nur ein, zweimal in dem gesamten Aufnahme. Ja, absolut. Gesehen. Oder gut, vielleicht muss man auch wieder wissen, wo man suchen muss. Das kann natürlich sein. Also die Pilze bringt man gerade so gar nichts hier. Hm, okay. Schade. Also die, welche hast du denn genommen? Die gelben? Nee, ich glaube sowohl als auch. Alles reingeworfen. Ja. Quattro Formaggi. Nee. Ja. Formage hört sich so nach Pilz an, aber ist es ja nicht. So. Ich bin irgendwie so laut auf den Ohr. Das ist ungewohnt. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte hier kurz gucken. Ja, wir brauchen Kohlenhydrate. Das ist wirklich so das Problem. Das Gelbe, ne? Ja. Hier ist jede Menge Fisch, wenn du willst. Schwimmt da rum, oder was? Ja, eben war hier Fisch im Wasser. Jep, dann mache ich... Ich probiere gerade nochmal schnell die Suppe und dann mache ich die Angel. Ich dachte, die gelben Pilze, dass die was geben. Ach nee, die geben dann sogar weniger. Ach, Mist. Voll die Enttäuschung. Ja, tatsächlich.
Soll ich das Bidot da lassen? Dann kannst du noch weiter Suppe machen. Nee, ich hab mir gerade Wasser geholt. Okay, okay. Gut. Moment. Sammel ich mal den Vogel hier. Sammel mal den Vogel. Tagebuch. Jetzt muss ich hier erstmal wieder klarkommen. Da. Fackel, Steinspeerbogen, Klingen, Angel. Ein langer Stock oder langer Bomberstock, Seil, Feder, Nussschale. Das. Nein, oder? Nein, okay. Hast du Federn? Jo. Ah, Moment, jetzt. Wie viele Federn brauchst du? Gar zwei. Nicht. Zwei, eins, zwei. Ja. Moment, warte mal kurz. Guck dir mal die Suppen an. Mhm. Ne, da kannst du ja nur trinken oder erweitert oder sonst was. Ne? Mhm. Jetzt mach mal den Rucksack auf. Mhm. Und hover mit der Maus drüber. Über Suppe? Über Suppe. Erweitert. Achso, jetzt sieht man, was das bringt. Ja. Toll. Das wirst du jetzt auch wissen. Ja, irgendwann mal hatte ich das gesehen, aber ich wusste nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Jetzt ist mir das gerade wieder aufgefallen. Jetzt wissen wir das. Schön. So. Langer Stock. Herstellen. Ich habe keine Seile. Moment. Hast du Seile? Jo. Kriege ich eins? Jo. Cool. Meistersuppe. Danke. Danke. Bitte. Dankeschön. Danke. Danke, hab ich gesagt. Ja, ja. Interessiert mich nicht. So, Seil. Und jetzt noch. Nein, was mache ich denn? Ich bin doof. Angel. Herstellen. Kein Platz mehr im Inventar. Das ist aber sonderbar. Schmeiße ich die mal kurz weg. So. Wie war das jetzt? Knochen. Herstellen. Knochenhaken. Herstellen. Okay. Aber bist du denn jetzt hungrig? Stell dich nicht an. Hier ist eine Kröte. Wollen wir die mitnehmen? Krötensuppe? Jo. Vielleicht bringt's ja was. Wo ist sie denn jetzt hingekrötet? Jetzt ist sie weg. Ich habe zu lange gezögert. Ich hole aber gleich. Jetzt verhöhnt die mich auch noch. Eine Verhöhnekröte. Moment, ich habe einen Knochenhaken. Wie war das? Larve oder Made? Gib mir nochmal eine Larve. Hier müsste noch eine Larve rumliegen, oder? Ich habe mich gerade frei in die Suppe getan. Alle? Zwei Stück, ja. Doch, da liegt noch eine. Wo? Mehrere liegen da noch um die Zapfen herum. Ah, Seerose. Ah ja, da. Sehr gut. Ich wusste jetzt nämlich nicht mehr, was auf den Köder geht. Ich nehme die erstmal alle mit, ne? Weil die kommen, da kommen ja, ja. Nach Möglichkeit. Gehst auf Larve. Ich gehe auf Larve, genau. Seitenkeimling-Larve mit der Unterwurz, ne? Ja. Ja, ja. Warte mal, wo hast du denn hier Fische gesehen? Nimmst doch den doppelgekröpften Haken, ne? Ja, ja, genau. Ja, ohne ist macht man heute nicht mehr. Nee. Ja. Das war früher mal, aber. Ja. Aber nur mit der linken Poderpole. Poderpole. Aber wo hast du denn die Fische gesehen? Wo standen Im die Wasser. Denn bei dir? Auf der anderen Seite, hinter dir. Hier. Ich bin da so durchgeschwommen, weil ich schmutzig war, und habe ich Fische gesehen. Mhm. Fand mich sicher alle toll. Ja, bestimmt. Sind sie gekommen. Deine Schmutzspur war bestimmt nährstoffreich. Ah, da. Ich sehe sie auch. Ja. Gut. Ja. Wie läuft denn das jetzt? Moment. Ihr Fischlein, komm mit. Ich hab die Angel. Warum hast denn du Hunger? Ist alles gut. Ja, dann iss halt was. So. Larve. Oh, das geht. Sehr gut. Wie war das jetzt? Ja, das hat nicht funktioniert. Das sind Piranhas, oder? Ja, keine Ahnung.
Wie beißen sie denn? Nicht. Die Angel rennt. Noch nicht. Angel weg. Warte, warte. Hä? Okay, das hat nicht geklappt. Warum nicht? Können wir jetzt mal die Zelte genauer angucken. Ja, sonst... warte, ich muss da einen Fisch fangen. Ich kann aber durchschwimmen, vielleicht kommen sie dann mehr. Die sind da, die sind da, die sind da. Der kommt, der ist gerade fluchig. Ah ja, okay. Ja, der war auf die Weiz gebalzt. Aber jetzt hat er einen untergetretenen Absenker gemacht, leider. Also, oh ja, das ist passiert. Ja, das passiert. Da kannst du nichts machen. Das ist nee. Das wenn die auch erstmal richtig durchspulen und einen Dreierschnapper machen, dann kannst du eigentlich nur noch zweimal flippen und zweimal blinken. Nee, eben. Das ist auch seitdem die Chemikalien drin sind, ist das schlimmer geworden. Das es liegt sicher am 5G im Wasser. Ja, das 5G im Wasser. Wenn man so einen Turm ins Wasser geworfen hat. Ja, das ist wie die neuen autonomen Booten und U-Booten. Das meinte doch sogar Elon Musk, dass die von sich aus auch schon die Tesla-Autos wasserfest bauen, weswegen die tatsächlich eine gewisse Tiefe abkönnen. Und der meinte dann irgendwie so, ja, also basically, also tatsächlich sind dann die Tesla-Autos sozusagen U-Boote. Deshalb, ne? Die brauchen sie auch da 5G. Das ist alles Elon Musk schuld. Absolut. Und Bill Gates. Absolut richtig. Ja, und Bill Gates, ja. Ja, kommen die jetzt mal? Die gucken sich das nur an, aber dann war's das wieder. Ja, gleich kannst du dich ausruhen. Jetzt fang erstmal einen Fisch. Ich muss doch mal diese Folge noch einen Fisch fangen können. Mussten ordentlich einen Treiberling reinschmeißen. Ich glaube, Larve mögen die nicht. Das sind eher so die wir hätten das, ja genau, wir hätten das kein Mahnfleisch aufheben sollen. Ich glaube, das hätten sie gefressen. Das kennen sie nämlich. Ja. Oh Mann. Sag mal, jetzt schmeiß ich es denen nochmal auf den Kopf, komm her. Ja, ist doch gut. Du musst einfach Fischfleisch nehmen, das mögen sie eher. Ja, glaube ich. Das sind auch so super hilfreiche Tipps, ne? Wenn der erste Schritt nicht klappt, zu sagen, dass der zweite dann viel einfacher ist. Das hat er nur abgeknappert jetzt. Das ist auch Blödsinn. Naja, egal. Dann, hat nicht funktioniert. Ich leg mich mal kurz hin. Jo, habe ich schon gemacht. Und dann können wir mal schnell die Audiologs, die machen wir noch zu Ende. Dann haben wir die ganze Geschichte, oder? Ja, wir können auch die Hütten gehen. Schau uns doch mal in die Hütten hier. In die Hütten, nein! Aber also, bevor das jetzt tatsächlich jemand falsch versteht, ich mag Dialekte. Also ich finde das schön. Ist ein schönes Kulturgut. Und absolut. Leider schade, dass es dann halt, also irgendwo auch logischerweise halt verloren geht. Ich meine, dadurch, dass sich die Kommunikationsbögen erweitern, ne, heute ist es ganz normal, dass man über Städte hinweg Kontakte hat oder über Länder hinweg sogar. Und warum sterbe ich jetzt? Warum genau? Ich glaube, ich habe Hunger. Mir geht's nicht gut. Ich muss was essen. Mach mir eine Suppe. Bitte, ich bin schon dabei. Ich habe nicht viel, aber ich kann hier mal eine Maus reinschmeißen. Mach mal eine Maus rein. Ja, Moment, ich esse die Nuss da mal schnell. Da können wir eh nichts machen. Maussuppe. Ich habe noch eine Knochensuppe hier. Oh, Knochensuppe ist auch gut. Ja. Soll ich den sammeln? Ah, okay, die Nuss hat's gerade gerissen. Na, dann ist ja gut. Toll, für wen koche ich hier? Für mich? Ja. Was habe ich getrunken? Die Fleischsuppe.
Jetzt geht's wieder. Spannend. Darf ich die Knochenfusion auch trinken? Oh ja, hau rein. Oh, die gibt Fett, das können wir uns merken. Das Gelbe? Nein, das Grüne. Das Grüne, ja, genau, ja. Ja. Komm, nehmen wir nochmal schnell die Audiologs. Die Folge ist zwar länger, aber wegen dem fehlenden Angelerfolg machen wir jetzt nochmal schnell Audiologs. Ist ja fast dasselbe. Super, okay. Ich drück auf Abspielen. Okay, da hinten bei dir. Nein, hier, das ist hier. Oh ja, ah ja. Dr. Higgins. After we arrived, our collaboration went smoothly, but Higgins's behavior keeps getting weirder. He wants to talk to me about Mia all the time. He thinks that because I'm a biologist, I'm well-versed in medicine. I tried to explain to him that treating people, especially oncology patients, is outside of my area of expertise, but he seems to refuse to acknowledge that. I'm also starting to question his knowledge. Almost every day he shows me new herbs, saying that this time he had definitely found the right ingredient. So far, there's no positive results. He keeps changing his mind and pointing to other plants as if he were guessing. Of course, I'm not rejecting any sample, but I worry that this is a waste of time. End of report. Ja, super. Der ist nur eifersüchtig, so. Ja, ehrlich, ja. Frech. Der kann einfach... Der glaubt ja nur Mainstream hier. Ja. hier ist das nächste. Ja, hau rein. Alvarez, Report Number 3. Camp Omega is now up and running. I checked the perimeter with Vega and found nothing alarming. So far we've both been guarding the camp in turns, switching every 6 hours. But starting tomorrow he will be in charge of Omega and I will move to Delta. We agreed to communicate on the radio on a regular basis every 5 hours. Most of the team is unproblematic, but I'm not sure if it was a good idea to take the Higgins with us. We've only been here a couple of days and I'm already sick of the good doctor's ramblings. He is only focused on his wife. Vega and I will keep an eye on him. End of report. Stecken doch unter einer Decke, das ist eine Verschwörung gegen Higgins. Absolut, das sind Anti-Higgianer, ja, das ist so. Ja. Hier war irgendwo noch so ein Ding. Jo. Warte mal, hier nicht. Hier können wir. Ich speichere mal schnell das Spiel, ne? Achtung. Gute Idee. Haben wir das auch noch schnell gemacht. Ich gucke nochmal schnell in das Regal rein. Hier ist aber nix. Hier ist nix. Hier ist noch was. Ja, genau. Ich wollte mal gucken, dass wir das vielleicht nach der Reihe machen, aber ich glaube, das ist eh. Absolut, hast recht. Wurscht. Okay, abspielen, ja? Dr. Smith, report number 23. Again, it's about Higgins. His behavior is starting to spiral out of control, and his obsession with his wife's health is disrupting the team's work. Once again, I want to make it clear that I don't have the professional knowledge to diagnose him, but I suspect a mental breakdown. It's getting worse with each day. Should I put him on medication? We have some sedatives on hand. Please advise. Oh, I almost forgot. I've packed all the specimens according to the new guidelines. I hope this time they will reach their destination without any problems. End of report. Ja. Du studierst super. Informatik? Ja, mein Drucker ist kaputt. Kannst du den mal angucken? So ungefähr. Ah, ich klau dir gerade mal die ganzen Egel da. Und, das ist eine gute Sache, ja. Ich habe vom Zuhören Egel bekommen, echt. Genau, aber wir merken, uns ging's wohl nicht so ganz tippitoppi. Mhm. Aber es ist halt witzig, dass wir trotzdem irgendwo hier überall dabei waren und das nicht wirklich wissen. Jo. Aber scheint ihn auch jetzt nicht zu beunruhigen oder sowas, ne? Also keine Reaktion von unserem Charakter da drauf, ne? Nö, ist für mich gut, das muss ich mir erzählen. Ja. Moment. Nee, im Englischen heißt es ja auch Mia. Sonst wäre das ein furchtbar schlechter Wortwitz, wenn Mia irgendwie tatsächlich irgendwas eingebildet ist und dann kann er die ganze Zeit sagen, ich erzähle es Mia. Also, ja, ja. Mia. Oh. Ja. Okay. Aber das hoffen wir mal nicht. Nee, im Englischen war es ja auch Mia. Aber genau. Ja. Es gab keinen Fisch, dafür gab es Audiogeräte. Ist fast dasselbe. Nur, ich hoffe. Absolut. Ich hoffe, das war in Ordnung. Jetzt in der nächsten Folge können wir mal duschen und gucken, was es da hinten dran noch gibt. Ich bin eh schmutzig. Ich leg mich schlafen und speichern.
Leg dich mal in den Speicher schlafen. Jo. Genau, und ich beende hier weiter die Folge. Vielleicht nehme ich den Tukan auseinander und kümmere mich ein bisschen ums Feuer, damit da wieder Holz drin ist oder sowas. Aber in der nächsten Folge. Deshalb vielen Dank fürs Schauen. Euer Kafaun.